Hallo, mein Name ist Evi Bosselmann von www.kreativparty.de und ja, heute wollte ich dir zeigen, wie man hier so einen Rosettenstecker basteln kann. Ja, zum Thema zum Beispiel Sommerparty, ja, dass man das als Deko irgendwie ausstellt oder vielleicht auch jemandem schenkt oder so. Diesen hier habe ich das letzte Jahr gebastelt, den hatte ich auch im Workshop gemacht, im Online-Workshop letztes Jahr. Und genau, jetzt ist heute wieder ein Insta-Hop bzw. Blog-Hop von den Stempelpartys und das ist das Thema Sommerparty. Und da dachte ich mir, ja, ich greife hier diese Deko hier nochmal auf und bastel das jetzt nochmal hier im Video nach. So, was ich dazu verwendet habe, ist einmal das Stempelset und die Stanzform Tropische Träume bzw. Tropenflair. Meine ich, heißt das Stempelset. Also alle Produkte werde ich jetzt auf dem Blog dann nochmal verlinken. Und dann die Stanzform Langweise Kreise. Genau, die langweisen Kreise, da habe ich mir hier die Stanzform rausgepickt. Das ist einmal der drittgrößte Kreis und hier ist dann auch der drittgrößte Wellenkreis. Ja, Durchmesser. Das ist ungefähr 6 cm der kleine. Genau. Das passt dann ganz gut. Ich habe mir einiges schon vorbereitet. Und zwar, was man dafür braucht, ist das Simply Score Falzbrett. Und sieht man alles, ja. Und man kann aus einem DIN A4 Bogen Farbkarton kann man 2,5 Rosetten basteln. Ja, und ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich praktisch ich werde jetzt mit euch nur eine basteln, beziehungsweise auch nur eine Vorderseite jetzt, weil die Rückseite, ja, die ist ja identisch hier. Ich meine, das kann man variieren da natürlich auch. Und zwar, ich habe hier das Simply Score Falzbrett, ich habe hier die Inch-Einteilung. Und ich lege das so an, dass oben die 21 cm ist, hier die 29 cm. Rein theoretisch, ich überlege gerade, damit man nicht so viel Verschnitt hat, ich kürze es einfach nochmal auf 25 cm. Dann habe ich da nicht so viel Verschnitt, weil ich habe praktisch eine Rosette ist ein Streifen dann von 5 cm. Ja, so, und so kriege ich dann 2,5 raus. So, und zwar, ich gehe hier ein, hier habe ich ja diese Nuten hier. Ja, das kann man wirklich mal sehen. Also hier diese Nuten hier und die gehen hier oben dann auch weiter und daran orientiere ich mich. Ich lege das hier ganz linksbündig an und gehe immer 3 Schritte weiter. 1, 2, 3. Ziehe es runter. 1, 2, 3. Das sind ungefähr 1 Zentimeter, aber eben nicht ganz genau. 2, 3. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. So, und hier am Ende, hier habe ich ein bisschen übrig, da mache ich mir hier nur eine Markierung und die werde ich jetzt einfach mit dem Papierschneider abschneiden. Hier in der Markierung, hier sehe ich mir hier oben praktisch, ja, hier in der Nut bündig an. Schneide mir das weg und jetzt sind die Streifen alle gleich breit. So, und das kann ich mir jetzt einfach in 5 cm Streifen schneiden. Ich mache das jetzt einfach mal nur für zwei, also für eine Rosette, dazu brauche ich 2 Streifen. So, das auch mache ich dann später mal. So, und die werde ich mir jetzt hier monikaförmig durchfalzen. Wenn das geschehen ist, werden jetzt 2 Stücke hier aneinander geklebt. So, ich mache hier auf einen Streifen, mache ich mir hier Flüssigkleber rauf. So, und setze mir das jetzt hier an, gucke, dass ich dann vor der Falz hier bin. Also nicht, dass ich direkt auf der Falz klebe, sondern davor. Schiebe das auch so ein bisschen bündig und drücke das an.
So. Und das klebe ich jetzt hier auf der anderen Seite. Ich mache mir praktisch hier so einen Kreis. Mache mir hier auch wieder Flüssigkleber rauf. Und klebe mir das hier genauso an. Ja, auch wieder sehe ich zu, dass ich hier vor der Falz bin, dass ich das dann auch gut knicken kann. So, das zieht jetzt so ein bisschen an. So, was ich dann noch brauche, ist, wie gesagt, ich lasse das jetzt hier mal so ein bisschen trocknen. Den Heißkleber, den habe ich auch schon angestellt. So, ich brauche jetzt hier zwei Kreise. Ich habe euch vorhin die Größe gesagt. Ja, die werden dann so übereinander geklebt. Jetzt kommt hier dieses Aloha drauf. Und ich habe hier noch zwei Kreise. Man kann auch Reste an Farbkarton nehmen. Das ist einfach nur, damit ich hinterher, wenn ich die Rosette zusammenklebe, dass ich das fixieren kann. Ja, ich zeige gleich mal, was ich meine. Also wenn ich das soweit bin. So. Hier habe ich auch mal ein Reststück Farbkarton. Es muss nicht drunter sein. Ich habe jetzt einfach irgendwie eine alte Stanze genommen und habe mir hier zwei Kreise ausgestanzt. Es muss auch nicht schön sein. Das sieht man hinterher nicht. Das ist dann hier verdeckt. Ja, hier unten sieht man das dann nur. Genau. So, was ich jetzt mache, ist, ich habe hier so ein von diesen Klebebögen, die es von Stamping Up gibt. Das hier sind noch ältere. Ja, da habe ich jetzt hier Reststücke. Und da werde ich jetzt hier von hinten auf der Rückseite, werde ich mir hier einfach ja, was draufkleben. So, so viel brauche ich nämlich nicht. Die Rückseite, ich finde immer, wenn man gestanzt hat, gibt es eine schöne Seite und eine nicht so schöne Seite. Hier ist so eine ausgefranste Kante und von oben ist es immer glatt. Und die nicht so schöne Seite ist halt die ausgefranste Kante. So, da klebe ich mir hier diese Klebebögen auf, also diese doppelseitigen Klebebögen. Wenn ich den hier auseinandergefriemelt kriege. So, jetzt aber. Die klebe ich mir mittig auf, da ungefähr, wo ich auf der Rückseite den Spruch halt haben möchte. So. Dann. Die Rückseite genauso. Falsche Seite. So. Ich war schon gewundert. So. So, das lasse ich jetzt erstmal so. Und ich werde jetzt hier erstmal. Ich guck mal, was der heißt. So, wenn ich hier mit Heißkleber arbeite, dann habe ich hier so eine Glasplatte. Damit ist hier nicht meine Unterlage. Ich habe hier sonst so eine Folienunterlage. Und genau, damit die nicht schmilzt, nehme ich dafür immer die Glasplatte. So, was ich jetzt mache, ist, ich muss jetzt mir das, was ich hier gerade zusammengeklebt habe, mir zusammendrücken. So, jetzt habe ich hier gar wenig Platz. Es sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus. Kann es im ersten Moment auch sein, aber so, es mag vielleicht auch ein bisschen brutal aussehen, aber so soll es dann sein. Und damit mir das nicht gleich wieder hochflutscht, werde ich mir es einfach hier mit zwei Handstanzen beschweren. So, und jetzt kann man hier praktisch ja entweder ein Quadrat oder was man auch hat. Ja, hier raufkleben. Ja, ich habe mir jetzt hier wie gesagt Kreise ausgestanzt, aber man kann auch irgendwie das aussehen. Man soll nur zusehen, dass es halt kleiner ist als das, was dann oben drüber ist. Ja, und da spielt die Farbe überhaupt keine Rolle. So, was ich jetzt mache, ist, dass ich mir hier Heißkleber überall drauf mache. Also überall nicht, also hier rundherum. Und dann
klebe ich mir sehr einfach hier rauf. Lass das ein bisschen anziehen. Vielleicht mache ich mir hier noch ein bisschen Heißkleber an einigen Stellen drunter. So, es trocknet jetzt so ein bisschen. Genau, ich lasse das mal eben trocknen. Ich lege das mal beiseite. So, und in der Zwischenzeit kann ich mach Folgendes. Und zwar, ich habe hier diese kleinen Blättchen hier genommen, die ist praktisch hier in dem Stanzenset dabei sind. Das sind diese hier. Da gehört praktisch auch hier so eine Ananasstanze mit dazu. Blumen. Ja, es klebt alles hier. Ist jetzt gerade alles runtergefallen. Blumen, Blätter, Blüten. Genau, und das, was ich jetzt brauche, das habe ich mir hier schon mal rausgelegt gehabt. Und diese Blüten hier. Ja. Und genau, ich hatte hier schon welche, aber ich mache jetzt neue. Und zwar, ich mache das ganz gern, dass ich manchmal immer hier mir aus irgendwelchen misslungenen Aquarell-Sachen, dass ich mir hier noch irgendwelche Stanzteile ausstanzen kann. Das sieht eigentlich immer ganz schön aus. Und da habe ich auch ein anderes Video zu gemacht, das werde ich euch dann verlinken. Aber ich mache es jetzt einfach, ich mache jetzt was Neues. Und zwar werde ich einfach ich muss mal gerade einen Wecker ausstellen, der einfach so gebimmelt hat. So, ich werde jetzt einfach mit einem Stempel, also mit einem Blatt, werde ich mir hier einfach jetzt ein bisschen den Stempel oder nein, die Blüten so ein bisschen einfärben. So, ich mache das jetzt einfach. Dass ich mir hier einfach ein paar Blüten fertig mache, beziehungsweise das ist jetzt hier Wassermelone und dann nehme ich mir hier noch den grünen Apfel. So, dann werde ich mir gleich einfach so ein paar Blätter ausstanzen und einfach, dass da so ein bisschen Farbe mit dran ist. Ja. Hier hatte ich, wie gesagt, eine andere Technik, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Das kann man nämlich auch ganz gut machen. Und ich werde jetzt auch einfach nur eine Vorderseite machen, die ich dekoriere. Die andere mache ich dann später, weil die ist ja dann identisch. So, und was ich jetzt brauche, ist halt hier meine Stanzmaschine. Und genau, ich habe jetzt praktisch hier hinten ja diesen Klebestreifen, diesen doppelseitigen. Und wenn ich mir das vors Licht halte, dann sehe ich genau, wo ich praktisch die Stanzung hin tun muss, weil ich brauche praktisch das, die Innenteile, die müssen, da ist es ganz gut, wenn die schon so eine Klebeschichtbeschichtung kam. Deshalb mache ich das so. Und jetzt stanze ich mir hier einfach das Wort Aloha aus. So, und jetzt nehme ich mir hier noch, dann stanze ich das gleich mit aus, dass ich mir hier ein paar Blüten ausstanze. Beziehungsweise Blätter. Ja, kann man sehen.
Dann ziehe ich mir noch ein paar aus. So. Jetzt wird er verrutscht, aber es ist nicht ganz so tragisch. So. So, jetzt habe ich hier, So, das Aloe, das ist jetzt hier praktisch ausgestanzt. So, wenn noch irgendwelche Fäden da sind, die kann man einfach ganz gut hier mit den Fingern oder mit so einem Piekse-Werkzeug hier wegmachen. So, und ich ziehe mir jetzt hier einfach hier die Schutzfolie ab und kann das dann so auch gleichzeitig aufkleben. Ja, dann spare ich mir hier. Dann spare ich mir praktisch den Kleber an der Stelle. So, das wird hier dann mittig aufgeklebt. Ja, jetzt bin ich verrutscht. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen ganz leichten gewellten Rand. Und hier Kleber von den Fingern loswerden. So, und jetzt habe ich hier praktisch, ich habe hier nochmal so ein altes Stück. Da mache ich es mir jetzt einfach. Ich lege mir jetzt einfach hier den Schriftzug hier rauf. Und jetzt werde ich mir, dass das hier nicht verloren geht, werde ich mir hier nur erstmal hier rauspicken, die Innenleben der Buchstaben. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tricky und ein bisschen friemelig, bis die Schutzfolie hier draußen ist. Also ich dürfte nicht verloren gehen, die Teile. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. So, hier habe ich es auch richtig rum. Jetzt klebt es am Finger. So, da setze ich mir jetzt einfach ein. Also das Innenleben der Teile, der Buchstaben, der Teile, ja. Vielleicht nehme ich dazu auch noch eine Pinzette zu Hilfe oder so, ja, je nachdem. So, es gehört andersrum. Hier beim O, da ist eine kleine Delle mit drin. Ich glaube, bei den L und A's, da ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Wie man das reintut, das wird man hinterher eh nicht sehen, weil man das rausmacht. Aber ich will noch mal gleich was dazu sagen. Man kann rein theoretisch da auch eine andere Farbe dann hier als Schriftzug dann reinsetzen. Ja, dann muss man natürlich zusehen, dass man es genau richtig rum hat. Aber ich glaube, das ist falsch rum. Genau, so sieht es ganz gut aus. So, jetzt kann man es hier wieder raus tun. Ja, es kann für ein anderes Projekt verwendet werden. Ja, wobei ich habe es ja noch hier drin. Ja, es war jetzt noch ein älteres Teil. Also rein theoretisch, ja, wenn einem das so schwach ist, ja, kann man auch eine andere Farbe nehmen, zum Beispiel schwarz,
und es dann hier raufsetzt. Das hätte man dann vorher schon festkleben können. Hier habe ich mir auch schon vorher diese doppelseitige Klebefolie reingemacht. Also das empfehle ich immer dann, wenn man so ganz filigrane Teile hat. Ja, das ist dann eigentlich ganz gut so. So, hier jetzt, wenn einem das noch ein bisschen zu schwach ist, hier mit der Farbe, dann kann man rein theoretisch die Farbe nochmal nehmen und vielleicht nochmal mit dem Schwämmchen irgendwie rübergehen. Das mache ich jetzt auch. So, dass einfach nochmal ein bisschen Farbe mit dabei ist. Und hier bei den Blüten, bei der vielleicht, ich muss mal gucken, ob das passt. Und das war jetzt ein bisschen viel. Ist nicht schlimm. So. So, ich mache jetzt erstmal hier mit der Rosette weiter. So, das sollte trocken sein hier. Und ich drehe mir es einfach um und mache es mir jetzt hier genauso. Und dann ist es eigentlich auch fest. Hier mache ich aus, das brauche ich also nicht mehr. Lass es jetzt mal einen Moment trocknen. So, und genau, jetzt werde ich mir das hier einfach das Falz reinziehen. Wenn dann auch manchmal hier diese Teile hier drin sind, das finde ich auch okay. So von den großen brauche ich nicht so viele. Egal. So. Als erstes klebe ich hier die Blätter auf. Einfach so, wie man es schön findet. So, dann die Blüten. Entweder kommt das in den Weg oder je nachdem, wie man es gerne haben möchte. So, bei der hier, dann nehme ich mir ein Dimensional, beziehungsweise halbiere mir hier nochmal auch hier diese kleinen hier, weil das doch sehr klein ist, die Blüte. Dann ist die da auch mal ein bisschen höher. Und hier wieder ein Blue Dot. So, stellen wir die Blütenblätter noch mal so ein bisschen höher. So. Jetzt die Rosette. So.
das ist jetzt gut fest. Und jetzt nehme ich mir hier einen Papierstrohhalm. Genau, ich gucke mich hier, wo ich hier geklebt habe. Da ist dann auch unten bei mir. So, das heißt, ich setze mir das dann hier rauf. Ich habe bei dem hier habe ich jetzt auch Heißkleber genommen, aber ich mache das jetzt hier einfach mal mit Flüssigkleber. Genau, die Papierstrohhalme, die hatte ich im Internet bestellt gehabt. Jetzt wird er gar nicht mehr hier. Den Heißkleber habe ich jetzt schon ausgemacht. Genau, das war jetzt arg viel. Hatte ich hier im Internet gekauft gehabt und genau, Papierstrohhalme. So, und jetzt werde ich das hier einfach nehmen und werde mich hier jetzt Dimensional draufsetzen, die normalgroßen. Hier gerade. Ne, es läuft weiter das Video. Irgendwie war es gerade sehr komisch und ich wusste gar nicht, was war. So, genau. Das klebe ich jetzt hier einfach so auf, dass die Schrift gerade ist, also im rechten Winkel zum Strohhalm. So, und das klebe ich mir jetzt hier einfach so auf. Genau. Die Rückseite, die mache ich gleich. Ja, hier sieht man, hier habe ich eine andere Farbe genommen. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe das war. Da hatte ich, wie gesagt, schon fertige Reste. Und genau, so kann man ganz schnell eine Party-Deko machen. Und ja, alle Produkte, wie gesagt, die verlinke ich auf meinem Blog. Ja, und wie du auf meinen Blog kommst, das verlinke ich unten in der Infobox. So, genau, das war mein Projekt für heute. Ja, wenn du das eine oder andere Produkt von Snapping Up kaufen möchtest, dann freue ich mich, wenn du das bei mir tust. Und genau, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.